Immer mehr Leute haben Bock auf Angeln. Fisch. Die einen angeln, um den Fisch zu essen, die anderen angeln für geile Bilder und lassen den Fisch anschließend wieder frei. Ist das Tierquälerei oder immer noch okay? Und was spürt eigentlich der Fisch dabei? Achtung, in diesem Film geht's ums Angeln und dabei kommen auch Fische zu Schaden. Wir sind irgendwo in Rheinland-Pfalz verabredet mit einem mutmaßlichen Kriminellen, einem Angler. Was, schon eine geile Stelle hier, oder? Kann man nicht sagen, ey. Angeln ist sehr fett auf Social Media. Die Trophäen werden stolz auf YouTube und Co. in Szene gesetzt. I just caught my dream fish. I can't believe it. So, da haben wir den Übeltäter. Alter! Guckt euch mal diese Luke an. Da kannst du den ganzen Kopf reinstecken. Guckt euch dieses Teil an. Das ist abartig. Tick, tick, boom. Auch er sammelt Raubfische wie Pokale. Wir treffen gleich David Buscemi aus dem Saarland. Bonjour, moin. Moin, moin. Sag mal das bei euch. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Achso, und der ist er will uns etwas zeigen, was verboten ist, aber seiner Meinung nach nicht verboten sein sollte. Er könnte theoretisch bis zu 3 Jahre Haft dafür bekommen. Was hast du denn heute vor? Ich werde versuchen, einen Raubfisch zu fangen. Ich versuche es. Klingt erstmal nicht so illegal, aber wartet mal ab. Fühlt sich das so ein bisschen an wie auch bei der Jagd, so wie so ein Jäger zu sein? Also ich weiß nicht direkt, wie die Jäger sich fühlen, aber ich kann mir denken, dass es ziemlich gleich ist. Nur halt mit dem Unterschied, der Jäger kann seine Beute nicht mehr laufen lassen. Für David ist Angeln ein Sport und dafür braucht man ordentlich Kondition. Ufer auf, Ufer ab, Rute rein, Rute raus, auf der Suche nach dem Biss. Insgesamt wird er heute 3 Fische fangen. Wir zeigen euch den Fisch, der für David richtig problematisch werden könnte. Fisch. Wie fühlt sich das an, wenn er so beißt? Ja, das ist geil. nee, das ist ein schöner Barsch. Bis hierhin alles okay. Und gekeschert. Ist der Gedüse groß genug, dass er für den ein Foto machen will? Nee. So. Aber was jetzt kommt, könnte ein Problem werden. David lässt den Fisch wieder frei. Catch and Release nennt man das. Und hättest du den eigentlich entnehmen müssen? Eigentlich war das jetzt eine gute Größe zum Verspeisen. Ja. Aber ich esse heute Abend Raclette und kein Barsch. Also das war so ein Catch and Release? Das war ein Catch and Release. Und das kann bei uns eine Straftat sein. Angeln fügt den Fischen Leid zu. Und laut Tierschutzgesetz darf man Tieren keine unnötigen Leiden und Schmerzen zufügen, außer man hat einen vernünftigen Grund. Ein Foto für Instagram oder nur der Spaß ist laut Tierschutzgesetz kein vernünftiger Grund. Ein vernünftiger Grund kann zum Beispiel sein, dass man den Fisch töten und essen möchte. Noch einmal der Reihe nach. Was jetzt kommt, sieht traumhaft aus, ist aber illegal. Für dieses Video wurde der Rapper Materia von der Organisation PETA angezeigt. Ich dachte schon, die Ozeane sind verflucht. Blumen und du schenkst mir diesen Tag. Für die Staatsanwaltschaft Würzburg war das Catch and Release von Karpfen. 5000 Euro hat der Spaß gekostet. Schreckenssekunden in Achtung! Jetzt kommt etwas sehr Unschönes, aber Legales. Auch wenn es für viele nicht so aussieht.
Es wäre sogar illegal, wenn der Angler den Fisch nicht töten würde. Und dann passiert es. Der Angler nimmt einen Holzknüppel, schlägt mehrmals auf den Kopf des Tieres ein, schneidet den Wels anschließend auf. Und das alles vor den Augen vieler Passanten, die schockiert sind, den Angler beleidigen. Was sagen eigentlich die Angler dazu? Timo geht für uns zur Angelmesse. Was für einen Fisch soll man denn hier mit entschuppen? Einen großen Fisch. Ja, einen sehr großen Fisch. Strafe, weil man einen geangelten Fisch freilässt? Klingt komisch, oder? Fragen wir mal nach. Sind ja genug Angler hier. Catch and Release, wie finden die das? Aber das ist ja verboten eigentlich. Das sind leider unsere deutschen Gesetze, muss ich sagen. In meinen Augen, man kann keinen Menschen dazu zwingen, ein Tier zu töten, was ich nicht verwerte. So sehe ich das. Also das heißt, dass du das durchaus auch schon mal gemacht hast, auch wenn es eigentlich verboten ist? Ja und nein. Also wenn ich das jetzt im Fernsehen so zugebe, vielleicht war ich auch immer im Ausland. Aber nein, es ist sinnvoll, einfach verantwortungsbewusst an die ganze Sache hinzugehen. Und das ist meiner Meinung nach, wird uns in Deutschland dieses Recht genommen. Surprise, die Anglerinnen und Angler hier finden Catch and Release ehrlich gesagt eher gut. Die machen das. Also war jetzt bis jetzt noch keiner dabei, der gesagt hat, nee, das ist völliger Quatsch. Aber auch hier schmeckt Catch and Release nicht jedem, oder? Ja, der gute Appetit. Mhm. Sie würden nur auf den Fisch gehen, den Sie auch wirklich am Ende essen wollen, verzehren wollen? Ja, dafür ist die Angelei da. Es ist keine Sportfischerei. Es sollte nicht als Sport betrieben werden. Und ja, eine Nahrungsbeschaffungsmaßnahme, so sagt man ja als Angler, ne? Die Angelszene scheint gespalten zu sein. Es geht ja auch um eine große Frage, töten oder leben lassen. Und um hier mitreden zu können, sollte ich vielleicht erstmal selbst angeln. Also melde ich mich für die Angelscheinprüfung an. Und für die muss ich lernen, lernen, lernen. Es müssen ganz schön viele Regeln in meinen Kopf rein. Apropos, er hat das erste Tierschutzgesetz in Deutschland 1933 unterzeichnet. Mit dem Reichstierschutzgesetz sollten Juden, Sinti und Roma ausgegrenzt werden. Zum Beispiel wurde das jüdische Schächten so verboten. In § 1 heißt es, verboten ist, ein Tier unnötig zu quälen oder roh zu misshandeln. Wesentliche Aspekte sind in das heute geltende Tierschutzgesetz geflossen. In § 1 heißt es aktuell, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Daraus folgt, Catch and Release ist verboten. Was ich übrigens auch gelernt habe, das Tierschutzgesetz gilt in ganz Deutschland und damit auch das Verbot von Catch and Release. Jedes der 16 Bundesländer hat aber eigene Fischereigesetze und Verordnungen und kann sich dadurch diverse Ausnahmen schaffen. Zum Beispiel beim Hecht. Der muss in Niedersachsen 45 cm lang sein, in Bremen 60 cm. Ist er kleiner, muss man ihn schonend zurücksetzen. Es gibt auch Schonzeiten für die Fische, zum Beispiel beim Aal. In Bayern dauert die Aalschonzeit 3 Monate. In Hamburg gibt es keine Schonzeit. Wir haben auch alle 16 Bundesländer gefragt, was ist denn eigentlich, wenn man wie auf dem Video so einen riesengroßen Wels fangen würde? Müsste man ihn denn verwerten? Ich könnte ihn zum Beispiel nicht verwerten. Berlin und Hessen sagen uns, sie müssen den Fisch verwerten. Schleswig-Holstein sagt uns, ist der Fisch zu groß, um ihn alleine zu essen, könnte man ihn schon zurücksetzen. Tja, und was ist eigentlich, wenn man einen Barsch fangen möchte, aber einen Zander an der Angel hat? Rheinland-Pfalz schreibt uns, sie müssen trotzdem den Fisch verwerten. Brandenburg schreibt uns, ein Zurücksetzen von zufällig geangelten Nicht-Zielarten ist nicht untersagt. Ganz schön kompliziert also. Einige Angler haben wohl gar keinen Bock drauf. Wir treffen einen von ihnen in Hamburg beim Streetfishing. Björn. Wir haben ihn anonymisiert und man wird gleich sehen, warum. Und wie lange ist es her, dass du das letzte Mal so einen Fisch hier geangelt hast und dann auch... Gegessen? Boah. 12 Jahre? 10 Jahre? Echt?
10 Jahre? Ja, bestimmt. Wie deine Frage ja eben war, ob ich meinen Spaß höher stelle als das Leid des Fisches. Und ich möchte das Leid des Fisches jetzt nicht als Leid des Fisches anerkennen, weil dann hätte ich ja keinen Spaß mehr. Also insofern könnte sein, ja, dass ich meinen Spaß höher stelle. Auch wenn es verboten ist. Was mir in dem Fall wirklich egal ist, weil ich halte mich für einen sehr verantwortungsvollen Menschen in der Natur und mit der Natur. Wenn mir einer sagt, die Gesetzeslage ist so, du darfst nicht über eine rote Ampel gehen. So. Und dann ist es Sonntag, 2.25 Uhr in der Nacht. Ampeln sind da zwar meistens ausgestellt, aber angenommen, da ist eine rot. Es kommt links kein Auto, es kommt rechts kein Auto. Dann gehe ich doch über diese Ampel, oder? Breaking the law, breaking the law. An diesem Spot sei es voller Fische, sagt er. Da ist einer. Hast du einen? Ja. Aber leider Gottes ist der quer gehakt, glaube ich. So. Das ist dann sozusagen nicht so schon released. Sowas will man dann nicht haben. Was ist denn mit dem Fisch? Ist er weg? Der ist weg, ja. Und was ist passiert? Ja, der ist quasi in den Köder reingeschwommen. Ja. Und dann hat sich der Drilling im Fisch verhakt. Und er hat mir natürlich ätzende Wunden zugefügt. Und sowas passiert und das tut mir tierisch leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mich richtig traurig. Und das macht dann keine Lust mehr, in dem Moment Fische zu fangen. Und warum hast du den jetzt zurückgesetzt? Warum hast du den nicht entnommen? Weil ich den nicht verwertet hätte. Ich hätte ihn umbringen müssen. Und bevor ich einen Fisch umbringe, lasse ich ihn doch lieber leben. Auch wenn er so verletzt ist? Auch wenn er so verletzt ist, ja. Okay. That's nature in some terms. Ob die Brasse überlebt, weiß ich nicht. Aber ich sehe, schwere Verletzungen und der Tod gehören eben auch zu Catch and Release. Ein Fisch, der eigentlich lebendig wirkt, kann nach dem Angeln versterben. Zum Beispiel, wenn durch den Haken Kiemen oder Herz verletzt worden sind oder der Haken sogar zu tief im Fisch sitzt. Es kann auch sein, dass der Fisch verstirbt, weil einfach der Stress während des Angels viel zu hoch war. Ob ein Fisch verstirbt, hängt davon ab, wo und welche Fischart geangelt wird. Und maßgeblich, ganz wichtig, hängt es davon ab, wie geht der Angler mit dem Fisch um. Wer kontrolliert dann eigentlich die Angler und vor allem wie? Oh, da sind Angler, tatsächlich. Die Fischereiaufsicht Hamburg. Mal sehen, was Frank Zimmermann und Benjamin Dankwar heute finden werden. Der Angler rechts im Bild wird auf frischer Tat ertappt. Benjamin, machst du? Ja. Petri, moin. Moin. Fischereiaufsicht Hamburg. Einmal die Angelpapiere. Versorgen Sie bitte erst den Fisch. Alles klar. Also ich werde Sie jetzt trotzdem aufschreiben, aus Grund dessen, dass wir Sie gesehen haben, wie Sie einen Fisch ohne Kescher und ohne Abhackmatte am Ufer gelandet haben. Der erste Mann können Sie verzeihen. Nee, das können wir leider nicht. Ihre Sachen sind eingepackt, der Kescher ist nicht nass. Ich weiß nicht, ob Sie das nicht schon mit den anderen Fischen genauso gemacht haben. Ja. Man braucht gültige Angelpapiere, Abhackmatte und Gummikescher. Sonst droht eine Geldstrafe. Keine Oberfläche Gummi. Und so einer muss das sein. Mit Gummi. Die ganzen. Ist zum Beispiel der Kescher nicht gummiert, könnte das 35 Euro kosten. An diesem Ort gibt's kein Catch and Release. Die Fische landen in der Tüte statt wieder im Wasser. Aber vorher sollten die Fische eben weitgerecht getötet werden, sonst leiden sie unnötig. Ja, danke. Nicht betäubt, nicht richtig abgestochen.
zu klären. Ja, wo denn? Guck mal, wie viel gar nichts. Ha? Wenn, dann musst du ihn richtig betäuben. Du musst schon, wenn, guck mal, der auch. Wenn, dann musst du hier bis da hinten durch. So, guck mal. Ja? Catch und Qual, eine schlimme, schlimme Sache. Für den Kochtopf zu angeln kann für den Fisch also auch sehr qualvoll enden. Wie lange kontrollieren Sie schon? Ich seit 2006. Also 17 Jahre. Krass. Und haben Sie da schon mal irgendwas so wie Catch and Release mitbekommen? Nee. Was ist so das? Das wüsste ich ja nicht. Das war aber auch früher ganz andere Zeiten. Ja. Also da war, ja, wie soll ich sagen, Catch and Release, da kann ich gar nichts zu sagen. Wie gesagt, die Fische, die geangelt worden sind, die sind mitgenommen worden und gut. So, und wenn der eine jetzt zwei, dann nimmt er zwei mit. Ne? So, und letztendlich, ich habe sowas auch noch nie erlebt. Guckt ihr auch mal so ins Internet und kontrolliert ihr da mal so auch mal Videos oder so, wie Leute mit den Fischen umgehen? Nein, wir sind grundsätzlich am Gewässer. Normalerweise von morgens bis abends. Mit Booten sind wir unterwegs, mit dem Auto, auch mit dem Fahrrad. Aber wir sind überwiegend nur am Gewässer. Weil Internet, weiß ich nicht, das, was ich sehe, was ich mitbekomme. Internet weiß ich nicht, ob das alles real ist, was sie da zeigen, keine Ahnung. Was ich gelernt habe, Fischereiaufsicht ist ziemlich analog. Du kannst Gesetze schreiben, wie du willst. Am Ende entscheidet der Angler, ist der Angler verantwortlich für den Zustand und für den Umgang mit dem Fisch. Es gibt eine Organisation, die ins Internet geht und Catch and Release anzeigt. Peter. Hallo. Angler hassen sie und das finden sie bei Peter gut. Wir von Peter, wir können nicht jedes Angeln anzeigen, wir können nur bestimmte Angelmethoden anzeigen. Darunter fällt auch das Catch and Release. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann machen wir das, denn Fische haben keine Stimme, sie können nicht für sich selber sprechen und wir sehen uns als Anwalt der Fische und alle anderen Tiere und deswegen erstatten wir Strafanzeige. Catch and Release ist zudem Tierquälerei. Denn Fische sind kein Spielzeug für uns Menschen, sondern es sind empfindungsfähige Lebewesen, die ein Recht auf Schutz und Unversehrtheit haben. Okay, ich lerne trotzdem erstmal weiter. Yeah, 90%. Okay, ich fühle mich ready für die Prüfung. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das morgen schaffe, aber ich muss jetzt ins Gefecht. Es gibt auch eine theoretische Prüfung, wir zeigen nur die praktische, weil sie spannender ist. Die erste Herausforderung, richtig töten. Den Fisch haben Sie jetzt gefangen? Yes. Und müssen ihn in diesem Fall jetzt nach der Tierschutzschlachtverordnung töten. Ich nehme den Fisch in die Hand und ich deute das jetzt an. Ja. Ich betäube ihn mit einem Schlag hier vorne. Dann drehe ich ihn um und dann habe ich hier sozusagen das Herz und steche da rein. Ein bisschen weiter vorne würde es passen. Ja. Gut. 10 Punkte haben Sie. Yes. 30 Punkte können Sie insgesamt erreichen. 24 müssen Sie erreichen, damit Sie hier fröhlich rausgehen. Sie suchen sich bitte jetzt einen Knoten zunächst raus. Das ist der Schlaufenknoten, den kriege ich. Ja, der ist ja. Warten Sie mal, der war so. Ich man muss sagt immer, 11 Meter ohne Torwart, oder? Sie brauchen jetzt nicht zweimal rum, normal machen und zweimal, wenn Sie ihn zuziehen und er geht zu, haben wir gewonnen. Oh, er geht nicht, warten Sie. So, jetzt ist richtig. Sehr gut. Das ist ja der Galgen, ne? 2,70 ist die Raubfischrute. Sehr gut. Das ist die Raubfischrolle. Hervorragend. Es wird diese Schnur sein. Sehr richtig. Es kommt nämlich der Wobbler oder der Blinker oder der Gummifisch. So ist es. Oh Gott. Was soll ich Ihnen sagen? Ja. Sie sind zwar älter als 12, aber Sie haben trotzdem 30 Punkte geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Hier ist der Fischereischein. Hier ist der Angelschein. Aber erstmal nach Holland. Wir sind 20 Kilometer vom deutschen Tierschutzgesetz entfernt in Maastricht, Niederlande. Und hier ist alles anders. Hier müssen Angler jeden Fisch zurückgeben. 100% Catch and Release.
Paul will uns zeigen, wie er einen Barsch schonend released, so wie auf seinen YouTube-Videos. So wie hier gibt es viele Orte, an denen Catch and Release erlaubt ist, zum Beispiel in Frankreich, UK, USA. Also wenn ein Tier hier verletzt ist am Kiemen oder blutet, dann musst du den trotzdem hier zurücksetzen? Das ist die offizielle Regelung, ja. Wenn du einen Hecht fängst und der verletzt ist, was bei Hechten erfahrungsgemäß in Stücken häufiger vorkommt als bei allen anderen Fischarten, du musst den Fisch zurücksetzen. Es ist dir, by the way, 2 Grad kalt. Oh, ein großer. Ein großer. Mittagessen. Fritüre, wir kommen. Frikande Spezial statt Fisch, auch lecker. Guten Appetit, vielen Dank. Fuck. Hey, scheiße. Da war einer? Da war einer. Das ist eben das Risiko, was man eingeht, wenn man einen Drilling abmacht. Aber könnte ich besser mit leben, wie eben gesagt, einen Fisch zu verpassen, anstatt dass eine Drilling im Mund, der andere im Auge hängt. Jetzt habe ich einen. So ein kleiner Hecht, glaube ich. Oder ist das ein Barsch? Sieht aus wie ein Hecht. Ja. Das mache ich bei so kleineren Fischen gerne, dass ich die, weil er sowieso untermaßig ist, im Wasser abhake. Ich schnapp mir den Haken. Einmal zack und dann kann der Kollege los. Ich habe gar nicht verstanden, dass er vom Haken los ist und jetzt schupp ist er weg. Wie doll hat das jetzt dem Hecht wehgetan oder wie viel Leid hast du bei dem Hecht gerade gehabt? Also ich bin nicht der Hecht, ich kann dir nicht sagen, wie weh es tut. Studienlang haben wir eben darüber gesprochen, das ist nicht endgültig geklärt. Mit dem Schmerz, mit Sicherheit war das jetzt nicht das Highlight des Tages für den Fisch. Hat dir der Hecht Leid getan? Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist eine schwierige Frage, mit der man sich nicht direkt beschäftigt. Ich glaube, wenn die Antwort auf diese Frage ja ist, sollte ich das, was ich mache, nicht machen. Okay. Aber die entscheidende Frage ist doch eigentlich, haben Fische Schmerzen oder nicht? Viele Angler scheinen sich nicht intensiv damit beschäftigt zu haben, weil die Antwort wehtun könnte. Also mache ich das für sie. Bei ihr, Lynn Snedden. Die Biologin forscht seit mehr als 20 Jahren, hat noch vor wenigen Wochen über das Thema publiziert. Sie zeigt eines ihrer zahlreichen Experimente. Mit Hilfe einer Tracking-Software hat ihr Team das Verhalten von Zebrafischen untersucht. Fisch A ist ein Zebrafisch im Aquarium, er scheint sich normal zu verhalten. Fisch B ist ein Zebrafisch, der vorher unter Narkose absichtlich an der Flosse verletzt wurde. Er bewegt sich offensichtlich fast gar nicht. Und Fisch C ist auch ein verletzter Fisch, aber er bewegt sich offensichtlich wie Fisch A, nämlich normal. Warum? How do you know that this is behavior under pain? Because what you see in fish C is a fin clip fish with lidocaine, which is a drug with pain relieving properties. We dissolve that in the tank water and then the behavior is normal. So it prevents those pain related changes in behavior. What is your opinion about should people go fishing or not? You know, my job as a scientist is to present the data. Here is the evidence. It is clear to me that there is significant and convincing evidence for pain in fishes. My job's really to give you the evidence and you make up your mind whether you want to fish or not. 2012 hat eine Gruppe an Wissenschaftlern eine Studie veröffentlicht, die bezweifelt, dass Fische Schmerzen verspüren können wie Menschen. Diese Studie wird oft von Anglern zitiert. Für den Tierschutz ist in Deutschland das Bundeslandwirtschaftsministerium zuständig und das hat 2013 selbst eine Art Gutachten in Auftrag gegeben, offensichtlich als Reaktion auf die umstrittene Studie. Das Ergebnis? Als Schlussfolgerung ist davon auszugehen, dass Fische zur Schmerzwahrnehmung fähig sind und entsprechend als sensible Lebewesen behandelt und geschützt werden sollten. Sching. Heute ist der Tag. Wie wird es für mich sein, einen Fisch zu angeln? Das ist Hamburg City und die Sonne scheint nicht. Nein, es pisst. Ein bisschen. Das ist Hamburg. Und die Sonne scheint. Nein, es ist. Hallo Natsch. Entschuldige für die Verspätung. Guten Morgen. Das ist Natsch, Angelguide aus Hamburg.
Sie hat ein Händchen und diverse Technik für die Fische im Hamburger Hafen. In 2 Tagen beginnt die Schonzeit für Raubfische, damit sie in Ruhe laichen können. Es ist quasi die letzte Möglichkeit, einen Raubfisch zu angeln. Oh Jonas, es ist so kalt. Wenn du die Rute so hältst, das habe ich echt schon ein paar Mal erlebt, dann haut dir möglicherweise, die können richtig zuhauen, der Fisch die Rute aus der Hand und dann fliegt sie über Bord. Oh nein. Ja, ist schon passiert. Sind auch schon mit Fisch weg. Also man kann es vermeiden. Der Zander und der Barsch, das sind andere Jäger, die stellen sich vor ihre Beute, gucken die ganz genau an. Und wenn er zupackt, ist das nicht mit Vollkaracho rein, sondern er verursacht einen Unterdruck und saugt den Köder ins Maul ein. Okay. Wenn der merkt, das ist nichts zu fressen, spuckt er ihn sofort wieder aus. Hat auch ein bisschen einen Knoblauch-Flavor drin, damit er die Fische anlockt. Ja, tatsächlich. Aber frischer Knoblauch. Wenn ich runterlasse und den Boden spüre, dann kann ich wieder hochziehen. Ja, genau. Und wenn ich keinen Boden spüre, öffne ich die Öffnung. Oh, da ist der erste. Fisch. So, jetzt kann ich dir mal was zeigen. Das ist nämlich ein Fisch. Ja. Der ist schon ein bisschen im Laichkleid. Siehst du, wie dunkel der hier unten ist? Ja. Das ist ein männlicher Zander. Ein Milchner. Ja. Der auf seinem Nest steht, möglicherweise. Oder dabei ist, ein Nest zu graben. Aus ethischen Gründen müsste man den eigentlich wieder freilassen. Kriegt den Kuss und... Und hast du das Gefühl, es gibt so einen Unterschied zwischen jung und alt? Was das Posten betrifft im Internet? Nee, oder? Was so die Entnahme vor allem betrifft. Ja, die jungen Leute sind eher die, die nicht so viel entnehmen. Jetzt hast du einen. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Okay, jetzt langsam. Das ist dein erster Fisch. Oh, mein erster Fisch. Ist er da? Schön langsam. Oh. Guck mal. Was mache ich jetzt? Lass mal, drück mal auf den Knopf und lass ihn frei. Also, ja. Auf jeden Fall hat er gut gebissen, oder? Guck mal, wo der hängt. Gut weggenommen hier, das Ding. So. Das ist ein Zander. So, den messen wir mal. Maß, 51 knapp. Was mache ich jetzt mit dem Fisch, mit dem Lebewesen? Ich bin hin und her gerissen. Lasse ich den Fisch leben oder töte ich ihn, so wie ich es gelernt habe? Oh. Zack. Bon Appetit. Oh. Oh, ist lecker. Das ist wirklich lecker. Was schmeckst du? Das ist ganz festes Fleisch. Das ist sehr festes Fleisch. Und einen schön intensiven Fischgeschmack. Also nicht so modrig Fisch, sondern so feinfischig. Schmeckt so ähnlich wie Seelachs. Erinnert mich sehr stark an Seelachs. So eine Mischung aus Hering und Seelachs. Oh, ist wirklich sehr lecker. Ich kann total nachvollziehen, warum Leute angeln und warum das Spaß macht. Und wenn am Ende so ein leckerer Fisch rauskommt, kann das vielleicht sogar Sinn machen. Wenn Leute angeln gehen, nur des Spaßes wegen und sozusagen das Lebewesen immer wieder zurückgeben, finde ich das persönlich schwierig, würde ich nicht machen. Ich kann aber die Motivation verstehen. Ich finde es auch schwierig, auf der anderen Seite zu angeln zu gehen und jeden Fisch zu entnehmen. Das tut dem Fischbestand auch nicht gut. Egal wie geangelt wird, der Mensch ist immer der Haken. So, Catch and Release, Angeln sind 2 wahnsinnig kontroverse Themen. Sagt uns doch, wie ihr das seht, wie ihr das handhaben möchtet, wie ihr möchtet, dass in Deutschland geangelt wird. Aber denkt bitte dran, immer sachlich bleiben. Und dann könnt ihr hier 2 super interessante Filme sehen. Uh.